So Freunde, letztes Video für heute. In diesem Video quatschen wir ein bisschen über Rapcheck, sein Hate, den er so in den letzten Monaten abbekommen hat. Ihr habt immer in den Kommentaren gelesen, hey Digga, du bist viel zu parteiisch, dies, das, du löst ja richtig und dies und das. Im Endeffekt hat er jetzt ein klares Statement gesetzt, wie Pietro sagen würde. Er hat auf jeden Fall ein Statement hochgeladen auf Big Memo. Wer das Ganze noch nicht gesehen hat, ich verlinke es einfach in der Videobeschreibung. Ihr müsst euch überlegen, Freunde. Ihr macht so einen News-Channel, okay, das mehr oder weniger nur über die Rap-Szene in Deutschland handelt. Und du musst halt berichten über Positives sowie auch Negatives. Ein Rapper, der in der Kritik steht und ein Rapper, der, keine Ahnung, irgendwas Positives reißt. So, aber wenn ihr das Statement gesehen habt, seht ihr auf jeden Fall, dass der Junge unterdrückt wurde, erpresst wurde und nur ausgenutzt wurde. Und das jeweils zu dem Vorteil der Rapper. Wisst ihr, was ich meine? Wenn es irgendwas Negatives über ihn gab, haben die geschrieben, Digga, veröffentliche das nicht, sonst gibt es Konsequenzen. Wenn es irgendwas, wenn es irgendeinen Shitstorm gab oder so, haben die gesagt, hey, helf mal. Aber der hat nicht mal ein Danke dafür bekommen. Und wenn es was Positives war, muss er darüber berichten. Das heißt mehr oder weniger, dass das Ganze halt schon sehr, sehr krass einer Erpressung ähnelt. Wisst ihr was? Im Endeffekt wurde der von dem einen oder anderen erpresst, dass man halt nur positiv über ihn berichten wird und nicht negativ. Gerade als Beispiel hat der Eno genannt, wo er einen Screenshot eingeblendet hat. Das war, glaube ich, ein anderes Video. Das war auf seinem Rapcheck-Kanal, wo der einen Screenshot eingeblendet hat, dass dieses Video fake sei, wo Eno diese Fans klatscht und Mois einfach ein Video drüber gemacht hat. Meine persönliche Meinung ist, ich denke nicht, dass es ein Fake ist. Man hört ja seine Stimme. Man merkt, dass er sich drüber aufregt und die Jungs, keine Ahnung, ich denke nicht, dass die jetzt einfach so sagen, Digga, der hat mich geklatscht. Es werden irgendwelche Lelex gewesen sein, die ihn halt provoziert haben und dann im Endeffekt eine Klatsche eingesteckt haben. Klar, Eno sollte das nicht machen, ist klar. Der ist ein Rapper, der steht in der Öffentlichkeit. Sollte der echt nicht reißen. Aber aus der Sicht der Jungs, ganz ehrlich, die haben es auch verdient, wer so unnötig provoziert, Alter. Der kriegt halt mal eine, der fängt sich mal eine, wisst ihr, was ich meine? Im Endeffekt finde ich es auf jeden Fall gut, dass er dieses Statement rausgehauen hat. Wie gesagt, Memo, Respekt auf jeden Fall und alles Gute für die Zukunft. Der soll auf jeden Fall sich nicht weiter unterdrücken lassen, das ist einfach unnötig. Und ja, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu Memo in die Kommentare. Natürlich hat er sehr, sehr viel Hate abbekommen und so, ihr seid negativ gegen ihn eingestellt. Aber denkt nochmal drüber nach, wenn ihr das Statement gesehen habt. Warum der das Ganze gemacht hat, warum er zum Beispiel, was weiß ich, parteiisch immer bei Kollega war, immer Kollega recht gegeben hat. Wer weiß, ich sage jetzt nicht, dass der gesagt hat, Digga, mach keine News gegen mich. Aber im Endeffekt hat er ja im Statement gesagt, dass einige Rapper ihn unterdrücken. Natürlich hat er auch gesagt, dass einige Rapper sich bei ihm gemeldet haben und gesagt haben, hey Digga, das stimmt schon, die Rap-Szene ist so, die Rap-Szene ist der größte Fake, was es gibt. Zumindest hier in Deutschland, in Amerika sieht es wieder ganz anders aus. Und ja, Leute, wie gesagt, lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen dazu. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Ich habe beide unten verlinkt. Und in diesem Sinne war es das für heute. Peace und bis zum nächsten Video.